Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einem neuen Unboxing. Da ist es drinne. Ich habe mal wieder was als kleines Vorwort dazu von Devolo bekommen. Ich hatte nämlich eine E-Mail von Devolo bekommen. Also das ist so eine E-Mail, wenn man da im Presseverteiler ist oder wenn man da schon mal gekauft hat, wenn man sagt, ich interessiere mich für die Produkte oder so, dann kriegt man dann auch so Informations-E-Mails, was da halt neu dazukommt. Und da habe ich was Tolles gefunden und habe auch gleich mal angefragt, ob ich dieses auch testen können dürfte, wo natürlich ja gesagt wurde, sonst hätte ich es ja jetzt nicht hier. Und das habe ich eigentlich nur angefragt, weil mich ganz, ganz viele gefragt haben, ja, DLAN über Steckdose ist zwar gut, aber ich habe zwei Stromkreise. Zum Beispiel bei meiner Mutter zum Beispiel, ja, die hat den Stromkreis im Haus und im Garten ist ein separater Stromkreis. Der ist nicht auf dem Zähler im Haus dran, da ist nochmal ein Zwischenzähler drin. Und die kann dann halt die DLAN nicht benutzen. Auch ganz viele haben geschrieben für den Garten. Wir haben im Garten... da hängt nochmal ein extra Zähler dran, das ist aber zu weit vom Haus, WLAN reicht gerade so aus, DLAN geht nicht, was könnte man machen? Die dann halt auch die dementsprechende Geschwindigkeit haben wollen. Das ist hiermit natürlich möglich. Oder ja, DLAN ist bei mir in diesem Raum nicht möglich, weil die Steckdose hinter der Schrankwand ist und ich habe nur eine. Dann ist so ein Verteiler halt und dann soll man halt nicht so wirklich DLAN machen. Und da sind auch mehrere Geräte und ja, dafür jetzt dieses hier. Ich mache euch mal nach unten. So. Und da habe ich gedacht, das ist ja richtig geil, wo ich es gesehen habe. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet, nichts. Das ist immer noch original verpackt. Weil, wie gesagt, ich war ja auch krank. Und da habe ich gedacht, geile Scheiße, was ist das denn? Und da musste ich dann sofort anfragen. Weil das hat mich vom Produkt her, was das kann und wofür es ist, sehr gereizt. Ihr seht es ja sowieso schon in der Videobeschreibung, denke ich mal, was das ist. Und vom Optischen sah es auch natürlich richtig geil aus. Habe ich die falsche Seite genommen? Ne, ist doch richtig. Ach so. So, das richtige Unboxing kommt auch gleich. Hier ist dann nochmal was dazu. Ist auch wieder gut verpackt. Ah. Ich packe erstmal aus und dann ist da noch was drin. Nee, hier ist noch ein Zettel drin. So. Da erstmal ein ganz recht herzlicher Dank an Devolo, dass ich euch dieses hier präsentieren kann. Ich zoome euch mal kurz, bevor wir machen, ran. Wie gesagt, ich werde auch ein Hardware-Video und nach einer gewissen Zeit ein Hardware-Check-Video machen. Ich muss es ja erstmal testen. Das ist das Schöne von Devolo. Giga-T heißt es. Ja? Das habt ihr ja bestimmt gelesen. Lasst es mal so ein bisschen auf euch wirken. Und hier 2 Gigabits Highspeed WLAN Bridge. Also da habe ich gedacht, weil viele ja WLAN wollen und ja, hier haben wir dann auch noch mal hinten eine Erklärung. Da ist die Basisstation, hier ist dann praktisch, hier unten ist die Basisstation, hier ist der Empfänger, dass man halt 5 Geräte anschließen kann. NAS kann man auch mit anschließen, WLAN hattet. So. 2 Gigabit, NAS Cloud. Und da dachte ich, das ist ja richtig geil. So, dann werden wir das mal weiter auspacken. Das werde ich nämlich bei mir hinter die Schrankwand machen für mein Fire TV oder für meine PlayStation.
dass ich da dann halt Highspeed-Volumen habe. So, und dann werden wir mal weiter auspacken. So, ich packe das erstmal jetzt hier rüber. Wir haben als erstes dann eine Installationsanleitung mit bei. Die natürlich auch, oh geil, wartet, ich muss mal kurz meine Brille holen. Ich habe jetzt gedacht, das ist nur wieder geschriebener Text, aber nein. Das ist bebildert mit 1, 2, 3, wie geil ist das denn? Hier, oh, also wir können da einen Schritt für Schritt, wir gehen dann auch nach der Anleitung, würde ich sagen. Software, achso, die Software, gehen wir auf devolo.com/gigat und da können wir uns die dann runterladen. Ist ja geil. Also top erklärt, muss ich echt sagen. So, 3 Jahre Garantie. Steht auch nochmal hier im Installationsguide. Und wo haben wir denn die deutsche? Italien.de, da haben wir es. LAN-Anschluss 1 bis 4. LED leuchtet weiß. Gigabit-Anschluss, LED leuchtet weiß. WLAN, LED blinkt weiß, leuchtet weiß. Verbindet Basisstation, da haben wir LED rot-weiß. Nee, weiß, Schrägstrich, rot. Power, weiß. Ist auch schön nochmal erklärt, bei welchen Watt, welche LED wie leuchtet. Finde ich toll. So, dann haben wir oh, das erste. Hoppala. Na, komm mal raus hier. Die erste Station, die hat jetzt Nippel auf der Fußseite oder so. Na, gucken wir uns gleich mal an. Das gucken wir uns gleich an. Wir packen erstmal alles aus. Und dann gucken wir uns das ganz genau an. Da ist aber noch was drin, oder? Oh. Dann haben wir hier nochmal für Kunden in Deutschland. Steht hier drauf. Handbuch, Installation. Also da ist Devolo wie immer sehr genau und hilfsbereit, wie man das halt auch fachgerecht einschließen kann. Für Kunden aus Asien. Dieses Gerät ist mit den grundlegenden Anforderungen und auf Seite ausgeführten Richtlinien konform. Aha. Die Details finden Sie auf Internetseite devolo.com. Ah, okay. Das ist noch ein Heft. Dieses Gerät ist doppelt drin. Achso, jetzt sind ja auch 2 Geräte sozusagen. So. Na, komm. So. Und dann gucken wir uns erstmal an, bevor wir uns die Geräte genau angucken. Also wie gesagt, es sind 2 Geräte, logischerweise. Einmal ein Sender und einmal ein Empfänger. Und dann liefert Devolo gleich mit einem LAN-Kabel. Nee, Quatsch. 2 LAN-Kabel. Zwei LAN-Kabel, praktisch einmal vom Sender zu meiner Fritzbox und ein zu dem passenden Gerät, ja, also zum Gigabit-Gerät sozusagen. Und die anderen 4 Geräte, dafür ist dann natürlich kein Kabel mit bei, aber schon mal schön, dass der mit bei ist. Dann logischerweise 2-mal ein Stromkabel, da wir jetzt 2 Geräte haben. Aber Stromkabel, gut und schön, packen wir auch noch mal kurz aus. Oh, der ist aber richtig fette. Guckt euch das mal an. Eine Seriennummer, BLA. Oh, hier steht aber auch viel drauf. Hat doppelt und dreifach abgenommen. CE, GS, TÜV, CCC,
nicht in der Tonne schmeißen. Holla, der Waldfee. Also von vielen überprüft und für gut befunden. Der Kabel, das seht ihr jetzt, das brauche ich jetzt nicht wirklich auspacken, das machen wir nachher im Hardware-Video alles, weil sonst habe ich hier die ganzen offenen Kabel liegen. Aber ihr seht, der ist ziemlich lang, also kann man das auch schön verstecken, dass man die Bridge halt nicht wirklich im vorderen Bereich sieht. Den LAN-Kabel packen wir auch nochmal aus eben. So. Wo ist denn hier das offen? Da ist offen. Boah, ich bin so heiß auf dieses Teil, glaubt er ja nicht. Das ist ein CAT 5i. 100 MHz. AWGX4. So, jetzt gucken wir noch den anderen an, ob das auch der gleiche ist. Ein 5E. So. Ja, auch ein CAT 5i. Zeig euch das mal. Seht ihr das? Ja, die Kamera pegelt gerade schlecht ein. Da, CAT 5e. Zweimal ist mit bei. So, jetzt muss ich den erstmal wieder... Seht ihr? Und dann habe ich hier wieder alle drum fliegen. So, und jetzt nehmen wir uns die Geräte mal vor. Ich packe jetzt mal beide aus, dass wir dann auch beide mal vergleichen können, ob da ein Unterschied ist zwischen der Sendereinheit und der Empfängereinheit oder ob die komplett gleich aussehen. Die Schutzfolie mache ich auch mal ab. Ich lasse die sonst eigentlich immer dran, so lange wie es geht, damit da auch wirklich kein Kratzer reinkommt. Und das ganze Paket kostet, soweit ich mich erinnern kann, 200 noch was Euro. Ach, ist ja geil. Gerade was gefunden. Standfuß. So, jetzt gucken wir uns das erstmal an. So, vom ersten Augenblick sehen beide Produkte komplett identisch aus. Der einzige Unterschied ist, dass auf diesem weniger Icons drauf sind als auf diesem. Ich werde euch das auch mal zeigen, am besten so hoch kann stellen. Also so optisch sehen sie wirklich komplett identisch aus. So, und da seht ihr das jetzt zum Beispiel. Da sind ganz viele Icons drauf und da nur drei. Das ist auch deswegen, weil das ist die Sendereinheit. Hier haben wir nur einen, falsche Seite, Stromanschluss und einen LAN-Anschluss, der dort reinkommt. Dieses Gerät schickt uns das alles an die andere Sendereinheit. Und gerade eben beim Auspacken habe ich gefunden, habe ich gedacht, was ist denn das? Ja, zack, das ist der Standfuß. Da können wir das so hinstellen. Ich zoome euch mal ein Stück raus. So, und dann steht das, können wir hier auch machen. So, und dann steht das hier so schön. Die Volo steht dann halt hier hinten an der Seite. Da finde ich, da hätten sie das eigentlich auch, da kommt jetzt schräg kaum zur Geltung, da hätte die Volo das auch hier oben oder hier hinschreiben können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, weil wenn man schon so viel Geld ausgibt oder ein schönes Produkt hat, dann möchte man doch auch das Werbebanner vernünftig lesen können. Aber der eine oder andere versteckt das sowieso hinter der Schrankwand und von daher fällt das kaum auf. Und hier haben wir dann praktisch auf der Sendereinheit haben wir Gigabit, das ist blau, das Icon. So, darunter haben wir das Haussymbol mit diesem Drei-Punkte-Dinger. Dieses Haussymbol kennt ihr von der
von dem D-LAN, was ich von Devolo gezeigt habe, da ist auch ein Hauersymbol drauf. Ich werde das Video mal in die Infobox packen. Ja, also dass es verbunden ist und Power. Das kennen wir ja. Das ist, ob die Box an oder aus ist. Dann haben wir auf da, wo Power ist, da wo WLAN ist, da haben wir dann auch nochmal eine Taste. Power hat keine separate Taste hier, aber hier sind dann die, wartet mal, muss ich mal so machen, dass ihr das irgendwie besser seht. So seht ihr das am besten. Hier zum Beispiel, da ist Gigabit und da ist gleich da eine LED. Da und da ist da drauf die LED und hier Power ist da die LED. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. So, oben haben wir dann Luftschlitze und hinten logischerweise der Strom und die LAN-Schnittstelle. Unten haben wir dann nur den Standfuß, den wir halt zusammen machen können oder aufmachen können. Finde ich eine tolle Lösung. GigaGuard Base. Ah, hier steht so ja das Base Wi-Fi Key. Das werde ich mal zuhalten. Die SSID und so. Das ist ja von meiner Box, das halte ich mal zu. So. Das steht dann da drauf. Damit müssen wir das dann verbinden. So. Sieht so vom Optischen, wie seht ihr das hier mit den Löchern hier? Was ich vorher als Standfüße gesehen hatte, wo die Folie drüber war, sind gar keine Standfüße. Das sind Stilelemente oder halt so Plastendinger, die die Box halt zusammenhalten. Finde ich aber irgendwie stylisch. So, jetzt kommen wir mal zur Empfängereinheit. Da muss ich dann... Da haben wir ja jetzt natürlich ein bisschen mehr. Dadurch, dass wir hier natürlich auch mehr Anschlüsse haben. Das werde ich euch gleich zeigen. Und da seht ihr hier, die ersten drei mache ich mit einmal oder ersten vier. 1, 2, 3, 4. Seht ihr das? Die sind grau. Und da haben wir auch jeweils eine LED dazu. Und dann das gleiche Symbol nochmal in blau. Wartet mal, so dass ihr das vielleicht besser seht. Ja, in blau. Das sind die USB-Ports. 1 bis 4 sind normale, USB-Ports, LAN-Ports. Das sind ganz normale LAN-Ports. Da kommt nicht die komplette Geschwindigkeit an. Da kommt, steht in der Anleitung, glaube ich, 100 MB oder so an. Reicht für Fernseh, Receiver und so was locker aus. Und da haben wir einmal einen blauen. Das ist die Gigabit-Anwendung. Das spiegelt sich natürlich auch hier hinten in den LAN-Ports wieder. Da haben wir viermal für normal Geschwindigkeit, also nicht komplette Gigabit-Geschwindigkeit. Und da einmal einen blauen, der ist extra blau umrandet, auch mit diesem, finde ich auch sehr schön, dass Devolo da diese Icons mit dran hat und auch da nochmal blau umrandet und ein blaues Icon, dass das der Gigabit-Port ist. Also das ist der Port, wo am meisten oder sozusagen Highspeed-Internet drüber versendet wird. Und wenn wir uns die natürlich angucken, ich mache das mal wieder so, da deckt die anderen mal ab, da seht ihr das. Und da haben wir dann natürlich auch wieder die ganzen Ports, ja, alle mit einer LED und auch der Highspeed-Port mit einer LED, dass man, wenn man die Box sich so hinstellt, gleich sieht, welcher Port ist an und ob da auch Internet anliegt oder ob da ein Fehler vorliegt. So, dann haben wir, das nächste ist ein WLAN-Zeichen, das kennt ihr ja alle, auch wieder mit einem An- und Ausschalter und auch einer LED. Da das Haubensymbol habe ich euch ja eben schon gezeigt, auch wieder hier mit An und Aus und LED. Und da ist der Power, aber Power haben wir nur eine LED. Wir haben auch keinen Knopf für Power oder sonst irgendwas dergleichen. So, jetzt muss ich mal hier unten noch zuhalten, dass er das nicht sieht. So, das ist, hier steht nämlich das WLAN-Passwort und so für diese Box. Ja, und dann natürlich auch wieder Strom, habe ich euch vergessen zu sagen. Und hier auch wieder diese Stilelemente. Das Ganze im Klavierlack gehalten. Also alle beiden sind im Klavierlack gehalten. So. Und das Geile daran ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Handy habt, zum Beispiel mein Samsung Galaxy S5 Neo, das ist ja schon was älteres, aber die neueren
Die haben ja alle auch diesen 5 Gigahertz Modus drin, dass das Spektrum 5 Gigahertz für WLAN genutzt wird, für bessere Datenübertragung und schnellere Datenübertragung. Die meisten normalen Router, oder sagen wir mal so, zum Beispiel bei mir jetzt bei 1&1, wenn man sich da einen normalen Vertrag abschließt und den normalen Router nimmt, ist dieses 5 GHz nicht mit bei. Da ist der ganz normale 2,5 WLAN-Standard drin. Wenn man natürlich Gigahertz, also 5 GHz möchte, also nicht 2,5, sondern 5 GHz möchte, muss man einen Aufpreis bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber so war es bei mir, wo ich meinen Vertrag verlängert habe. Und da das natürlich nicht viele gemacht haben, weil sie gesagt haben, brauchen wir nicht, und jetzt wollen sie doch das haben, haben wir hier natürlich mit diesem Produkt den Vorteil, die Basisstation, die sich am Router befindet, der ja eigentlich die ganze Wohnung abdeckt, der gibt euch auch, deswegen haben wir ja hier unten den SSID und so was alle drin, da könnt ihr euer Handy, also soweit ich das verstanden habe, ich habe nur so die ersten Sachen durchgelesen und da war ich schon ziemlich gehypt, das werden wir nachher gleich testen, mit 5 GHz ausstatten. Also praktisch, ihr könnt eine 5 GHz Verbindung zu diesem Gerät machen und das geht dann praktisch zur Fritzbox und habt da dann eine schnellere Geschwindigkeit. Oder auch, wenn ihr dann das natürlich ein paar Räume weiter oder eine Etage höher habt, wo dieses nicht mehr richtig ankommt, könnt ihr auch dieses denn hinstellen, logischerweise die Empfangsstation von hier, und könnt dadurch auch hier nochmal separat WLAN im 5 GHz nutzen. Das werden wir nachher alles testen, ob das und wie das genau funktioniert. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und natürlich ist es auch wert für mich jetzt eigentlich sowas jetzt hier auch gut möglich, weil das kann ich dann schön auf die Schrankwand stellen oder hinter eine Schrankwand stellen und könnte dadurch meinen Laptop mit WLAN-Signal Gigahertz versorgen. Und ich muss mir keine Sorgen machen, weil das die DLAN, meine Steckdose ist nämlich nebeneinander aufgebaut und das ist dadurch ein bisschen schwer und zieht die Steckdose ein bisschen nach unten, da musst du auch schon mal nachgezogen werden. Das habe ich jetzt leider auch nur über einen Verteiler dran, über eine Verlängerung dran, dass ich da einen Stecker drin gemacht habe und an diesen Stecker ditte und dann kommt mein Laptop sozusagen, weil es einfach zu schwer war. Das haben wir natürlich hier überhaupt nicht. Wir haben hier, stellen das Produkt einfach hin. Ja, nee, Quatsch. So, das ist mit den vielen Anschlüssen. Stellen das einfach so hin und dann geht's los. Also einfach ein Stromkabel und so. Und dann kann man das so am besten, wenn man möchte, so neben dem Fernseher stellen. Fällt ja kaum auf und dann hat man die LEDs im Überblick. Wer die LEDs nicht mag, kann es hinter dem Fernseher schräg so stellen, dass es nicht auffällt. Oder bei mir zum Beispiel, ich habe auch mein Sideboard von der Wand weggerückt, um so viel Zentimeter, um die Kabelei hinten zu verstauen, weil das summiert sich halt. Dann kann man das einfach auf den Fußboden stellen, hinter das Sideboard und der Kabel geht dann einfach zur Playstation, zur Fire TV Box, zum Fernsehen und man hat da, ja, und es fällt dann halt nicht auf und man hat dann ein bisschen gecleant. Aber ich finde, das ist so stylisch gemacht, das wäre doch, ehrlich gesagt, wäre doch eine Schande, dieses zu verstecken, oder? Also jetzt geht, da müsst ihr mir doch mal helfen. Schreibt doch mal in die Kommentare. Also ich finde ja Technik, ich liebe Technik. Ich liebe Technik wirklich über alles und vor allen Dingen Innovationen. Und ich möchte auch meine Technik zeigen, dass ich sie habe. Und ich möchte sie selber auch sehen. Weil wenn man da viel Geld dafür ausgibt, möchte man nicht, dass es irgendwo versteckt liegt oder so, dann möchte man die meisten Produkte auch sehen. Also so geht es mir jedenfalls. Also möchte ich nicht eine Playstation hinterm Fernseher verstecken oder dieses schöne Stück hinterm Fernseher verstecken, dann steckst du daneben. Oder auf der anderen Seite, wo noch Platz ist. Ja, so je nachdem, wie man es machen kann. Bei manchen sind so die LEDs sehr nervig. Das können wir uns nachher dann in Ruhe angucken. Wenn die dann ständig blinken oder sehr blau sind. Ich hatte mal einen DVD-Player. Der hatte so ein Dreieck für die Ausgabe oder allgemein als Zeichen, dass er an ist. Da musste ich ein Pappschild vorstellen, weil der hat mit die blaue LED hat die Bude so dermaßen blau geknüllt. Du konntest beim Fernsehen gucken, weil der stand unterm Fernsehen in der Schrankwand, du konntest beim Fernsehen gucken, nicht vernünftig Fernsehen gucken, beziehungsweise DVD gucken, weil der Blau hat dir so in die Augen gebrannt. Da musste ich so ein Pappschild, da habe ich einfach so ein Pappschild unten abgeknickt und immer davor geschoben.
Ja, wenn wir denn sehen, wie hell die LEDs hier sind. Aber ich kenne die LEDs von Divodo eigentlich von den anderen Produkten und war da eigentlich immer sehr zufrieden. Die waren nicht zu hell, nicht zu dunkel. Man hat zwar die sehen, aber es war halt nicht aufdringlich. Und das fand ich halt immer sehr toll. Und dann könnte man das dann halt so neben den Fernseher stellen. Dann sieht man dann seine LAN-Anschlüsse. Ich würde dann natürlich hier natürlich, da, seht ihr das? Da die PlayStation oder beziehungsweise das Fire TV anmachen. Und die anderen Produkte, wo ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht streamen würde oder so, was jetzt so Fernseher, Receiver, was weiß ich, denn über die Anschlüsse machen, das reicht locker aus. Aber wenn man ein Fire TV hat, beziehungsweise 4K Fire TV, wo eine hohe Datenübertragung im Stream gewährleistet werden soll und muss, da würde ich euch auf jeden Fall den Gigabit-Port dafür empfehlen. Für einen Fernseher, wenn da jetzt nicht unbedingt Netflix drin ist, so wie bei meinem Fernseher jetzt, der hat auch 4K und Netflix ist eingebaut und ich könnte halt Netflix in 4K gucken, mache ich aber über meine Fire TV-Box, würde ich mir natürlich den Fernseher da drauf klatschen, weil Netflix dann natürlich bei Stream von 4K und 5.1 natürlich ordentlich Datenvolumen braucht. Wenn ihr einen normalen Fernseher habt, wo ihr einfach nur Updates machen wollt, irgendwelche Apps nutzen wollt oder so, dann empfehle ich euch, nehmt einfach einen normalen. Einfach normalen Gigabit-Port, genau wie Receiver oder andere Produkte, die ihr habt. Da reichen die locker aus. Ja. Da braucht ihr keine hohe Datenrate. Der Gigabit-Port, den würde ich euch echt nur für die wirklich Geräte empfehlen, die wirklich richtig, richtig ziehen. Klar kommt das natürlich, ist eine schnellere Verbindung. Aber ich würde sie dann wirklich, wenn man mehrere Geräte hat, für das Gerät nehmen, was wirklich sagt, ich brauche richtig Power. Wenn man streamt PlayStation 4 oder bei PlayStation 4 runterladet, weil so ein PlayStation 4 Spiel, wenn man das ladet, also im Store kauft, das kann schon gerne mal 40, 50 Gigabyte sein. Ja, und dann kommen noch die Updates und die Patch-Dateien dazu. Dann Fire TV, ja, wenn man, oder Android-Box, wenn man streamt oder irgendwelche Filme guckt oder irgendwas dergleichen. Das ist natürlich, ich habe bei mir bei Codio eingestellt, dass er offene Datenrate hat, dass er nicht begrenzen soll. Wenn ich 4K gucke, soll er sich das nehmen, was er braucht. Ich habe hier noch das Internet, zieh. Ja, und das zieht dann natürlich auch bei 4K-Filmen ordentlich Leitung. So, das war jetzt soweit zum Unboxing. Viel zu lange leider wieder. Tut mir leid, Leute. Wir werden gleich ans Anschließen gehen. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Und wir gehen da auch komplett nach der Anleitung von Divodo vor. Ich werde die Kamera abnehmen und in der Hand nehmen. Und dann gehen wir komplett nach der Anleitung von Divodo vor und gucken uns an, wie das funktioniert. Ich bin schon gespannt. Also wenn ihr das sehen wollt, ich werde euch da oben verlinken. Wenn ich es nicht geschafft habe zu verlinken, guckt einfach im Kanal. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.